Ja, die Spinnenhöhlen, und da sind wir wieder und damit herzlich willkommen zurück. Colli ist hier noch mächtig am Rumsuchen, den Eiersack hier hat er nicht gesehen. Colli, wie geht's? Gut. Alles fit, alles bestens. Ja, das Mal haben wir eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, so dachten wir zumindest. Jetzt sieht's doch schon wieder nach einem leichten Irrgarten aus. Ja, mal abwarten. Wie gesagt, vielleicht finden wir ja trotzdem ganz zufällig den richtigen Weg. Wäre ja nicht verkehrt. Hier ist zumindest schon mal ein Segen. Immer gut. Schrein der Stärkung. Boah, sind wir jetzt stark. So. Lass mal nach also Abklingzeit, hier. Lass erstmal hier oben gucken, oder meinst du hier das Ende Gelände? Ich will nach hinten. Okay. Ich wollte hier noch den staubigen Beutel öffnen. Ja gut, dann ich hoffe, dass da ein Buch drin ist, aber es war's nicht. Für dich kriege ich, geh ja mal zurück, nur für den staubigen Beutel da. Naja, ich glaube nicht, dass da noch ein Buch für dich drin ist. Du hast doch so und so schon alles gelesen. Das stimmt, so fast. Wahrscheinlich. Ich möchte es nicht beschreien, aber... Oh oh, die sehen ein bisschen größer aus. Ich kann aber nichts. Ihr habt bestimmt ganz viele Cornflakes mit Folsäure und Eisen gegessen und wurde dann groß und mächtig. Genau. Plus, plus Fruchtzwerge, ne? Und im Anschluss. Ist nix. Ich dachte, ich erkunde mal das Gebiet. Blum, blum, blum. Oh, bald doch mal deine kleinen Späße ziehen hier für dich. Ja, ich gebe mir ja Mühe, aber es klappt halt nicht immer. Massaker! Okay, hier ist falsch. Was ist denn da? Achso, Sackgasse. Irgendwas Tolles da noch gewesen? Nö. Ehrlich gesagt, nö. Nix. Wobei bei dir rockt ja auch nix. Mal eben so eine Legendary, ne? Ja, gut. Wer hat, der hat, ne? Ja, wer hat. Wer kann, der kann. Der Colli hat's dicke, hab ich so gehört. Das hilft mir aber nichts, wenn die Legendary nur scheiße ist. Boah, diese Spinnennetze, die sorgen dafür, dass ich ungefähr so schnell laufe wie du. Also Zeitlupe. Dumm. So, wir bräuchten langsam wieder was zum Draufhauen, damit wir unseren schönen Bonus nicht verlieren. Aber wobei, noch geht's ganz gut, der ne? Der Bonus, der geht auch, das ist alles nicht so schlimm. Aber der Segen ist bald weg. Ich lass mal kurz überlegen. Ich guck mal auf die Karte, hätten vielleicht doch noch weiter nach rechts laufen sollen. Ja. Ja, ne? Ich würde aber jetzt genau hier oben rechts sagen, ne? Jo. Nehmen wir das Opfer hier noch mit und den Eiersack. Oh, hier ist es. Komische grüne Wesen. Was auch immer die hier machen. Wahrscheinlich. Oh, guck mal, kleine Spinnies. Was süß. Wahrscheinlich Frischfleisch. Das sieht doch aber auch falsch aus hier. Ist es auch. Also was von dermaßen. Mann, ich dachte, wir seien gut gelaufen. Ja, wir können ja noch nach oben oder nach unten. Also. Achso, lass mal erst nach oben, oder? Ja, ich glaube auch. Oben ist die Wahrscheinlichkeit. Gefühlsmäßig habe ich so die Hoffnung, dass es da weitergeht. Auch wenn ich mich, glaube ich, in dieser Höhle noch nie auf mein Gefühl verlassen konnte. Ich glaube, ich habe mich auch noch nirgendwo so lang nach Wegen gesucht, als in dieser komischen Höhle. Ja. Und das jedes Mal aufs Neue. Oh ja. Das werdet ihr nicht überleben! Guck mal, eine Truhe! Allein für diese super Truhe hat es sich nicht gelohnt. Richtig. Aber das sieht hier schon irgendwie... Doch, sieht wie, gut aus. Wieder falsch aus, wolltest du sagen. Ich weiß das gar nicht. Nee, sieht gar nicht so falsch aus. Na, also ich weiß ja nicht. Nö, finde ich nicht. Obwohl, nö. Boah, was ist das denn für ein... Oh, Freund! Fausto, der Zerstörer, wer nennt denn eine Spinne? Fausto. Ich bin gleich soweit, bin gleich da. Mal ganz ehrlich. Man kann auch seine Spinne nicht Fausto nennen, Leute. Das ist schon ein bisschen peinlich. Ich warte immer noch. Die ist geschmolzen, ne, Colli? Du weißt, was das heißt. Ja, ich weiß, was das heißt. Auch bei den Dienern solltest du danach ausweichen. Ja. Du bist der Letzte. Ich bin stärker geworden. Zack. Hey, Colli, du hast dein Superlevel, den ersten erreicht. Glückwunsch. Endlich. Wahnsinn. So, darf ich so erstmal hier einsammeln? Ja, das will ich auch gleich noch. Zwei goldene sind für mich gedroppt. Drei goldene. Oui. Colli, jetzt wo du deinen super ersten Level hast, droppt da gleich noch ein bisschen mehr, würde ich sagen. Ja, ich merke schon. Da hinten auch noch was? Ne, da liegt bei mir noch ein bisschen Gold. Das schenke ich mir jetzt mal, ich hab's ja, ne? Ja, ja. Digga Money Money.
Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Richtig aus. Guck mal. Oh, es blinkt. Moin, was ist mit dir denn? Volle Umarmung. Ja, hat er Spinne gefressen oder was war da los? Ja, er wurde zu Spider-Man. Ja. Wortwörtlich. So, ich hab den dicken Wirbel. Den Wirbel-Twist. So, Kammer von Königin Arane. Warte, was könnte das für ein Gegner sein? Das Bild verrät jetzt nicht so viel. Vielleicht eine Fee? Mhm, bestimmt. Ich tippe auf Spider-Man. Ja, Spider-Man. Schon möglich. Guck mal, was ist denn hier los? Bitte helft mir. Das ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin. Die trampelt wahrscheinlich. Das ist ja so eine echte Hobbit-Spinne. Was ist das denn hier? Lass mich hier weg. Ist alles cool. Ja. Die kann nix. Jetzt kommen ihre kleinen Freunde, die können auch nix. Die können sowieso nicht. Und so, wo ist sie denn? Da ist er schon wieder. Hat einen solche Becken um sich rum gemacht. Kommt irgendwie Leute an. Aber da mein Wirbel maximal gestackt ist, regeneriere ich gerade so viel Geisteskraft. Oh, gar kein Problem hier. Die haut irgendwie ganz schön auf. Ja, die ist ein bisschen feige. Immer andere vorschicken, ist klar, ne? Echt mal, wenn man soll das? Nichts kann. Traut sich wieder nichts zu da. Die Schattenweberin. Da hat sie es ausgewoben. Wir werden brauchen, um diese Netze aufzulösen. Bitte beeilt euch. Ja, lass mich doch bitte erstmal aufsammeln. Dann identifiziere ich alles, was ich gefunden habe. Richtig, und dann bist du dran. Dann bist du vielleicht dran. Giftlache. Schöpft die Giftlache in der Kamera ab, befreit Carina. Hallo Carina! Wups, da ist sie. Guck, ich hab Ilse befreit. Way. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Lass mich überlegen, nein, ich wollte hier noch campen. Warte mal, jetzt sind doch alle Schrecken hier tot, der ist doch nicht mehr schrecklich. Wir sind jetzt hier die Kings auf der Spinnenhöhle. Zacke, ich wollte hier noch ein bisschen campen. Boah. Also viel passiert wäre da jetzt nicht. Außerdem ist das eine coole Location, ja? Ja. Partygäste, die zu besoffen sind, werden automatisch weggetragen. Richtig. So, hier, Carina. WhatsApp. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Khazra gestohlen. Daraufhin sind die Khazra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Khazra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Ja. Oder wir schicken sie voraus und schleichen uns hinten rum. Richtig. Guck mal, Moscher Baumstamm. Da lagen wir auch mal eben 150 Gold drin. Oh, das sieht schon wieder nach Dienern aus. Die sind vampirisch. Können wir uns einigen, was wir angreifen? Ja, ich kümmere mich um die Diener. Ja, also erstmal die Diener und dann nehmen wir ihn jetzt. Jetzt kriegen wir ihn. Weil die Motte da mal eben noch wegslashen, kann ja nix. Die ist von der Rolling, na. Eis. Abgesehen. Okay, der ist dann mal auch ausgeschaltet. Zwei Goldies. Und hier oben haben wir eine schöne Wegmarke. Direkt hinter der Motte. Plupp, plupp, plupp. Ganz viel plupp, plupp, plupp. Hier ist noch eine Truhe. Na, was kommt da raus? Irgendwas Blaues. Dinge, die Welt nicht braucht. So. Wobei ganz manchmal überraschen blaue Items ja auch, ne? Ja, wobei... Wie oft passiert das schon? Ja.
Ja, dann over the bridge. Aber ist auch schön hier, da ist ein Regenbogen. Stimmt. Mir noch nie aufgefallen, muss ich zugeben. Jetzt hier sind die Landschaftsarchitekten gefragt. Waren wahrscheinlich die gleichen wie die Innenarchitekten. Was ist in einem Videospiel eigentlich Innen- und Außenarchitekt? Oh, jetzt wird's aber interessant. Jetzt wird's poetisch. Und philosophisch. Jetzt bin ich wieder raus. So, der Wagen, der wird doch wohl irgendwo an der Straße stehen. Ich finde, wir folgen einfach der Straße. Oh. Oh, tschüss, Motte. Straße, Straße, Straße. Oh, die macht aber einen Knick. Was ist das denn für ein Quatsch? das ist nicht mein Job, deswegen baue ich drum rum. Habe ich so ein schönes Bild gesehen im Internet. Ist so eine Straßenmarkierung. Da liegt so ein Ast im Weg und dann haben sie um den rum markiert. Das ist so ziemlich. Ist nicht mein Job, steht gerade auch noch drunter. Der okay, ist der ist Visionist, Albtraum macht Mörser, Diener. Okay, wir sollten. Aua. Wenn er einen anrammt, ist der schon ein bisschen gemein. Jetzt haben wir gleich ganz viele von dem. Schön. Ja, ich merke schon. Macht ordentlich Aua. Aber jetzt haben wir gleich alle seine Diener weg, jetzt ist er gleich nur noch er da. Du hast noch einen Diener bei dir, ne? Ja, bei dir. Hast du den? Ja, der ist. Dann schnapp ich mir Dicky. So, das war's mit Diggi. Drei Golden hatte Diggi. Zwei Golden hatte Diggi. Ja, Siggi von Diggi. So, weiter geht's. So. Die blauen sammle ich jetzt erstmal gar nicht mehr ein. Oh, noch mehr. No, oh, du, wir haben jetzt aber auch echt gerade die. Ja, ja, die sind Furcht absolut da, unlustig. Die ja, haben Schändler. Ich sag ja, der hat auch Schändler, ne? Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ich saß gerade brutzeln und plötzlich. Es ging wahrscheinlich im Kampflärm unter. Der hat Gender! Ja, wahrscheinlich, sowas in der Art. So, was hat mein komischer Begleiter schon wieder entdeckt? Der macht auch eher mehr Ärger, als dass er mir hilft. Ja, er ist ein Marker. Ja. Ein Indikator. So, hier den Weg folgen. Das kann auch nicht mehr richtig sein, oder? Ja, ich weiß es nicht. Blum, blum. Wir sollen ja nicht von der Straße abkommen. Wie war das noch? Ja, ja. Es ist zwar verlockend, aber nein, immer schön auf dem Weg bleiben. Das sieht sogar wirklich ganz gut aus. Ja, noch weiß ich das nicht. Die hat ihren Wagen vorbildmäßig geparkt wahrscheinlich. Wollen wir mal gucken, ob der gleich im richtigen Abstand zum Bürgersteig steht. Nee, nicht so wirklich. Nee, ja, so nicht, ne? Man kann sich das auch leicht machen. Wer hat das aktiviert? War ich das? Ich war das. Das ist vermutlich. Mehr Zeit. Ich hätte erstmal alles ausgeschaltet. Aber sonst ist ja auch nicht spannend genug. Richtig, wir müssen ja ein bisschen Spannung reinbringen in die ganze Geschichte. Wo kommen denn diese ganzen Bäume her? Heilt mich! Hätte dir das was und du bist gleich tot. Geh in deine Dämonenform und hau rauf. Ja. Oh, oder spaß dir. So, nur aber. Tschüss. Oh, ein Makelloser. Wuhu. Gift. Boah, das steckt hier auch mal ordentlich rein, da. Sonic ist, hat auch eine verdammt lange Halbwertszeit. So, das sieht doch schon mal gut aus. Wir sind hier auf dem Weg. Das Totem stört mich. So, Cody, hast du dein Wort hier gebracht, damit wir reinkommen? So. Wodka, Wodka, oder was hast du gesagt? Ja, ja, genau. Wodka, Wodka. Wodka, Wodka, dreimal klatschen und zweimal um. Wodka, Wodka, dreimal E. So. So, hier, nehmen wir den auch noch mit. Zack. Wusstest du eigentlich, dass Nastrovia eigentlich auf die Gesundheit heißt? Sagt man das bei denen, bei den Russen eigentlich auch, wenn man niest? Nee. Wohl kaum. Nicht? Aber die Gesundheit. Trinken wir nicht auch manchmal zum Wohl, sagt man ja. Ja, ja, zum Wohl. Stimmt eigentlich. Ist das vergleichbar wahrscheinlich? So ein wenig. Und? Ja, ich nehme die mal mit. Ja, mach mal. Die machen nicht so viel Schaden bei mir.
Die schon eher. Die Werfer sind ein bisschen übel. Bin dabei. Nieder, hier, bleib in deinem Blütendeck. Hey. So, jetzt muss ich mich hier unten auch nochmal umgucken. Ah, Foliante der Geheimnisse. Sieh an, sieh an. Na, wen haben wir denn da? Ich habe nicht Zack. Genug Hass. Tschüss. Tschüss. Die provisorischen Holztreppen nach oben. Wofür man sie auch immer gebraucht hat, ne? Man hätte auch einfach einen Berg. Eine Truhe, können. Eine Truhe! Eine Truhe. Wahrscheinlich eine stinknormale. Ja, nichts Tolles. Aber wirklich nicht. Lass den Weg machen. Lass die mal saven. Kritisch. So, finde den Innenhof von Leo. Oh, das siehst du da oben, das ich sehe. Ich sehe noch gar nichts, aber ich sehe einen Schatz. Komm, schnapp ich dir. Komm und schnapp sie dir. Jawohl. 1, 2, 3 Goldene. 3 Goldene. Nice. Ich bin erstmal hier kurz am Einsammeln, das dauert noch ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Na, dann sammeln wir mal schön ein. Ich kann ja derweil schon identifizieren, dafür wenn du noch bin einsammelst. Ich nicht ausgebildet. Das klingt ja auch ein bisschen eigenartig. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding. Vom Weg Jackpot. Schön wär's. Das sieht aber alles nicht so nach dem Mega-Jackpot aus, was ich hier so hab. Ja, ist bei mir aber auch nicht so. Schwere Enttäuschung. Kein Jackpot dabei. Schlecht. Nö, nur ein Dolch, aber ich glaube, der wird dich auch nicht weiterbringen, ne. Wir gucken mal. Oh, raus. Ich hab Armschienen für mich gefunden. Hier richtig kannst, gute. Kannst ja mal darauf gucken, auf die, was hier rumliegt. Vielleicht brauchst du wow, das hier. Ich hab richtig gute Armschienen gefunden. Aber ich glaube, beide richtig nicht stolz. So geil. Das wird nicht reichen. Ja, dann nicht. Und wirklich. Kannst du meine alten Armschienen denn gebrauchen? Ich kann die mal abwerfen, die waren aber dagegen sind die echt scheiße. Also ich habe gerade richtig gute gefunden. Nö. Also ich meine, ich mach zwar mehr Behalt. Schaden, aber ich verliere halt auch Leben, ne? Darfst behalten. Geschenk des Hauses. Ah, danke. Kannst du auch wegwerfen. So. Oh, hier sind wir schon mal falsch. Ein morscher Baumstamm ist nicht das, wo ich hin wollte. Da zieh doch nach hier, nach irgendwie einem Anwesen aus. Sieht aus wie Mäuerchens von einem Anwesen, ja. Ja, hier liegt noch ein Partygast. Hat aber nichts geworfen. Nicht wirklich. Speicherpunkt spricht immer für den richtigen Weg. Speicherpunkt, Speicherpunkt. Oh, ich glaube, wir sollen hier nicht durch. Das klingt so ein bisschen so, als wollen sie uns hier gar nicht haben. Echt, ja, da und dann. Die wollen doch nur diesen dämlichen Stab zurückhaben. Warum geben wir den nicht einfach? Ich meine, wir brauchten doch da nur kurz durch und jetzt können wir doch eigentlich wieder haben. Vielleicht ist das ja eine Legendary, wir wissen es nicht. Ja. Das sieht gut aus hier. Hier beschwören sie irgendwas rauf. Khazra-Totem. Kein Ende. Das Ritual. Achso, dann kommen da neue raus, wenn sie das anticken. Nicht genug. Muss wir mal einen kleinen Schritt zurück. Portal ist geschlossen für immer. Jawohl. Sehr gut. Jetzt können wir schon wieder weiterlaufen. Das war dieser Moment, wo du nicht genug Gold einsammeln kannst, weil es zu schnell geht. Ja, hier geht's weiter. Wir hätten noch einmal den Weg wieder folgen können. Ja gut, das hat mich erstmal ein kleines Problem. Oh, ein kleines oder ein großes? Nö, kleines. Warte, ich komm vorbei. Wo ist dein Problem? Ich sag mal, es war kein großes Problem, es war ein kleines Problem. Also du hältst dich auch mit Leuten auf, du. Ja. Können wir dann mal? Ja, wir können. Nur kein Stress. Nee. So läuft das nicht. So läuft der Haas hier nicht, oder was? Nee. Oha, das ist auch wieder eine schöne Brücke. Oh, da ist schönes Tor. Denk dir jetzt mal was aus, du bist dran. Ja, Simsalabim wäre jetzt Quatsch, ne? Also, Ach, Nastorovia hatten wir, ja. Stimmt. Ab dafür. Ja, es braucht er auch ein bisschen, ne? Simsalabim hat nicht funktioniert, hab ich ja gesagt. Oh, Goldlöckchen ist hier. War wohl doch. Nastorovia. Goldlöckchen ist vereist. Oh ja.
Golddeckel hat vor allen Dingen mich vereist. Ich habe nicht genug Hass. So, jetzt werde ich mal. So, und während Goldlöckchen dem Ende entgegenschreitet, schreiten wir natürlich auch dem Ende dieses Parts entgegen. Ich würde sagen, hier stehen wir gerade out of range für die Angreifer. Nein, das sieht mein Freund, der Geisterangreifer, nicht, aber Alter, hat ihn abgeslasht. Ja, so kann man es auch machen. Ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir Leorix Anwesen betreten. Ja, bis dann, Leute. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.